Hey! Ja, dieselbe Begrüßung wie im letzten Part, wir sind wieder da. Niemand ist daheim, ich schätze, das Haus ist verlassen. Der Holzaschenwald war mal ein schöner Ort, als er noch grüner war. Aber wer würde jetzt noch hier leben wollen? Das frage ich mich auch. Wer will generell schon im Wald leben? Außer Öff-Öff. Ich glaube, der heißt Öff-Öff. Ein lustiger Waldbewohner. So, den Busch können wir abhacken später. Jetzt noch nicht. Ich denke mal, da geht's weiter. Das sieht aus, wenn es da weitergeht. Dann killen wir erstmal noch den Kameraden hier. Oder die Kameraden. Wenn das Spiel langsam ist, wirf einen Blick auf das Menü auf Türmen. Ja. Im Moment ist es nicht wirklich langsam. Ich finde es momentan ganz gut. Ratz. So, dann breaken wir mal die Limits für ihn. Ja, gut, in dieser Situation war es jetzt doch relativ langsam. Manchmal möchte ich mir selbst ins Gesicht schlagen, um meine Limitbar schnell aufzufüllen. Aber das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Nee, wir sollten einen Blitz benutzen, oder? Ja, Blitz ist gut. Blitz, weg ist er. Und wir kriegen Zeug. Wir sollten vielleicht mal ein paar Skills lernen. Jetzt kriegen wir schon relativ viele Punkte hier. Gucken. Das hier war Gift, oder? Kann Ziele vergiften, das holen wir uns mal. Holzpfahl. Einfache Erdattacke. Okay, Erde braucht man noch nicht. Ich war mal mit ihm auf normalen Angriff. Mit ihm können wir jetzt schon einen normalen Angriff verbessern. Man sieht hier 15 Kraft mehr. Nehmen wir erstmal. So, jetzt sind wir bei ihr. Was könnte sie denn lernen? Donnerblitz. Ganz hier betäuben trifft dreimal. Klingt gut. Eigentlich können wir noch gar nichts lernen, wie mir auffällt, außer Verbesserungen für unseren anderen Kack. Nee, ich möchte erstmal nichts verbessern. Dann warten wir damit. Wir wollen dann erstmal einen neuen Skill haben. Also, Matt und Nathalie, ihr scheint euch ziemlich nah zu stehen. Seid ihr nur Freunde oder wir sind viel mehr als nur Freunde? Wir sind bloß, was sind wir? Ja, wir sind ein Team. Und Nolex. Und Lance, falls wir ihn finden können. Also, es ist alles, was ich für dich bin nach all dieser Zeit. Miau. Das war's schon. Wie langweilig. So, wer bist du? Ein Schauspieler. Komparse in Zombiefilmen, Märchen spielen, YouTube-Videos und so weiter. Ja, YouTube zensiert. Total gut. Wollte mich Komparsen in Spiel, ist das nicht cool? Die Kamera läuft schon, Kumpel. Du sollst wohl in deine Rolle schlüpfen. Ah, ich sollte ja mal die zwei Zeilen lernen, die man mir gegeben hat. Komischer Typ. Ich weiß nicht, an wen das jetzt eine Anspielung war. Bestimmt an irgendeinen YouTuber, wenn er schon YouTube-Videos beistand. Muss ich dann mal gucken, wie der Typ heißt. Vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Schattenbüsche, da macht er den meisten Schaden. Und der Vogel blitzt doppelter Schaden. Gut. Yay, es klappt. One hit. Ja, der ruft natürlich noch ein Vieh. Sowas schenkt er meinen Gegner noch mehr Gegner rufen. Weil irgendwann. Ja. Es werden halt immer mehr. Aber man kann nicht mehr als 5 Gegner haben, weil man hat hier unten nur 5 HP-Balken. Eigentlich wäre es am schlauesten, die Wespe zuerst zu killen, die in der Mitte, damit die nicht immer neue ruft. Aber ich bin ja nicht schlau, ich bin ja dumm wie Stulle. Wo ist das? Ah, halte sie mir von Leib. Ah, nochmal. So, mach mal hier das Ding. Reicht nicht. Mach halt nochmal das Ding. Ich glaube, die anderen hier können keinen neuen Wespen spawnen, das kann nur die Dicke. Oh, was denn? Die hat doch gar nichts mehr, der Lebensbalken ist weg. 2 HP. Und wir kriegen wieder 2 Level-Ups. Gucken, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt genau hin müssen. Ist das? Ach, das ist das Warp-Viech. Gut, das ist die zweite Welt anscheinend. Ich kann es mir nicht leisten, meine Waffen aufzurüsten, also machen mir Monster hier das Leben schwer. Wenn ihr im Kampf überleben sein wollt, Nein. Da zeigt ein Pfeil rüber, dann gehen wir da noch nicht hin. Wir killen erstmal das Zeug und sammeln alles, was wir finden. Quallen. Quallen stinken. Und die kann man mit Wasser nicht besiegen. Dann müssen wir mit ihr das Ding abschießen. Und das reicht natürlich wieder nicht. Blöd.
So, und ich vermute, Blitz macht trotzdem Schaden. Ja, das macht Schaden. Ist ja mein ein Wasserutensil, so eine Qualle. Bin mal gespannt, was in der nächsten Welt für Musik auf uns wartet. Und ich weiß auch nicht, warum sie die ganze Zeit mit ihrem komischen Messer kämpft, nicht mit ihrem Bogen. Ich meine, es bringt einem als Bogenschütze ja nichts, wenn man den Bogen nur für Skills auspackt. Flüssiges Eis, sicher. Ich dachte eigentlich, das nennt man Wasser. Stab mit Feuerschaden, das bringt's. Naja, später vielleicht mal. Ein riesiges schwebendes Auge. Ich denke, seine Schwachstelle muss das Auge sein. Nicht zu lang, wie immer ist. Das ist ja bester Tipp ever. Gucken, ob die auch riesiges schwebendes Auge heißen. Das wäre noch viel toller. Augapfel. Benutzt neutrale Attacken. Ist mir egal. Ich zerfick ihn einfach. Scheiß Auge. Ach. Augen sind schon ziemlich schwul. Aber da können wir jetzt das auch mal den Eiszauber testen. Cool. Eiszauber sind im Allgemeinen effektiv gegen steinartige oder nasse Gegner. Eis ist effektiv gegen Stein? War es im Pokémon schon so? Ich weiß es nicht. Ich habe ewig kein Pokémon gespielt. Aber es kommt mir irgendwie nicht so vor. Zack, tot. Der macht aber auch einen Damage im Vergleich zu den anderen. Die anderen zacken total ab. Schatz gefunden. Jetzt sind wir wieder hier. Scheint, dass wir den Block schieben. Das ist schön. Ja, wie kommen wir an die Kiste hier ran? Tch, lol. Das ist ja voll trollig. Trollkiste. So, kann man die vergiften? Kann man Tatsache vergiften? Nochmal. Falls sie ihre Verteidigung erhöhen, dann dampfen sie trotzdem erstmal weg hier mit ihrem Giftscheiß. Wie sieht's mit Eis aus? Eis ist ja gar nichts gewesen gegen die. Erde ist ganz gut. Bringt mir gerade nicht viel. Ja, sie spielt DMDS, das hat sie früher schon gemacht. Ich habe keinen Nintendo DS. Das bedauere ich eigentlich. Ich finde, der DS ist schon ziemlich cool. Ich habe von meinem Bruder mal den DS gehabt, eine Zeit lang. Das war schon ziemlich nett. Aber ist halt alles so teuer. Erdattacken sind äußerst stark gegen Gegner, die sich nah am Boden befinden. Auch schlau. Ja, hau einfach rauf. Bringt ja sonst alles nix. Ach, das entfernt Buffs, ist auch schön. Gut zu wissen. Stand vermutlich auch bei einem Stab bei. Aber das lese ich ja nicht. Ja, hier nimmt das. Ah, er ist tot. So, ja auch. Ja, die Schildkröten sind schon ziemlich lästig, so viel wie die aushalten. Jetzt müssten wir aber langsam mal genug AP haben, um mit ihr was zu lernen. Ja, in der Tat. Ich würde sagen, der Donnerblitz kommt mir da gerade recht. Weil Feuer bringt mir in der Welt gar nichts, Eis nur wenig und Blitz war bisher ganz gut. Ja, Gewittersturm kostet 1500 AP. Das dauert noch eine Weile, bis wir die haben. Was lernen wir denn mit dir? Wir lernen mal... Ich würde sagen, wir lernen mal Tundra. Und das hier. Und mit dir? Was lernen wir mit dir? Was ist denn das? Windmagie. Windmagie. Ja, lernen mit ihr auch mal den Auto-Attack. Scheiß. Also sie macht verdammt wenig Schaden. Und ich weiß nicht, wie ich darüber komme. Was ist denn das da hinten? Ah! Voll gutes Secret. Ein Haustier. Muss ich das equippen? Oder kriege ich das automatisch? Gucken. Nee, das kriege ich wohl automatisch. Das ist ja schön. Da haben wir ein neues Beschwörungsdingens. Geht's hier hin? Ach, nach hier. Ah, warte, warte, warte. Da war auch noch so ein komisches X. Kriegen wir garantiert auch noch was, wenn wir das aufschieben. Oder? Hat das jetzt gar nichts gebracht? Das ist ja nicht nett. So eine Scheiße. Da dachte ich, ich bin hier jetzt voll schlau. Gucken wir uns das mal an.
Das Ding, ach so, das bleibt dann da drauf liegen. Ah. Interesting. Das muss man ja halt erstmal vorher rausfinden. So, und da war da unten noch eine Kiste. Da kommen wir irgendwie von hier rechts ran. Ich werde mal gucken. Das müsste theoretisch hier unten sein. Ach, da unten. Ich glaube, von da. Das sieht ein wenig verdächtig aus hier. Nee, kommt man doch nicht. So eine Scheiße. Muss man nicht von hier oben ran? Nee, jetzt sind wir wieder ein Screen zu weit. Gucken wir nochmal einen Screen tiefer. Das glaube ich schon gar nicht mehr, dass man von hier darüber kommt. Hier. Bin ich wieder hier. Wo geht's da lang? Ach, so kommt man da hin. Auch gut. Nehme ich in Kauf. Hauptsache Items. Aber hier frisst man das Ding. Hey, One-Hit, die sind nämlich jetzt schon ein bisschen schwächer, weil wir da eigentlich schon vorbei waren an dem Gebiet. Level 3. Dann testen wir mal unseren neuen Donnerblitz. Bam! Da müssen sie nicht mal schwach gegen Blitz sein, da sterben sie auch so. Das ist das Tolle daran. Zauber sind ziemlich gut in dem Spiel. Ach, der Chat rechts labern auch alle über das Spiel hier. Faszinierend. Ich meine, das ist halt nach langer Zeit mal wieder ein großer Release in der Flash-Game-Szene. Gab es ja in letzter Zeit nicht so viele. Also die Karte hatte mich nach da rüber geschickt. Dann gehe ich erstmal hier rechts gucken, weil da haben wir ja auch noch irgendwas. Gucken wir mal, was es hier gibt. Boah, hier drin ist eine riesige Höhle. Kristallhöhlen. Ja, das ist cool, nicht wahr? Aber wir können von dieser Seite aus nicht rein. Gut, das ist wohl das nächste Gebiet. Mehr Lava. Lava ist warm. Ja, Lava ist warm. Oh ja, warm ist die Lava. Da hätte keiner mit gerechnet. So, hier drüben können wir noch lang. Also manchmal haue ich hier Weisheiten raus. Bin ja selber geflasht, von wie gut die sind. Mal gucken. Ah, mein Bär und ein paar Puschel-Dinger. So, geht's erstmal dem Puschel. Matt killt den anderen Puschel. Und sie killt den normalen Busch. Hoffe ich doch mal, dass das Feuer reicht. Ja. Büsche sind die besten Gegner. Die halten nicht viel aus. Die sterben schnell. Was im Prinzip genau das gleiche ist. Gute Argumentation, Revan. Super gemacht. Herausragend argumentiert. So, du Wegsperr, stirb. Jetzt müssen wir noch den Donnerblitz draufhauen. Ich hoffe, ja, ist nicht schwach dagegen, wenn das. Also, er ist zwar schwach gegen Feuer, aber ich glaube, der Donnerblitz bringt jetzt in dem Fall mehr, weil das einfach schon eine Stufe höher ist auf Magieniveau. So, und stirb. 5 SP für das Vieh. Das sind das schmale Wurzel. Sieht wertlos aus. Ist wahrscheinlich auch wertlos. Und dann kommen wir hier rüber. Das ist das Honigfarbe. Ich dachte, das ist ein Stück Gold. Ein Käse und ein Backstein. Ja, man lernt ja nie dazu. Naja, nie aus. Ich habe Gülle. So, was ist das hier? Schattenfledermaus. Mal gucken, was haben die für Resistenzen? Die sind doch bestimmt ja, die sind resistent gegen Dunkelheit. Dann teste ich die komische Fledermaus jetzt noch nicht. Wir testen jetzt erstmal die Katze nochmal. Wenn wir die selber beschwören, macht sie genauso viel Schaden. Okay. So, dann machen wir das nochmal. Können wir den Kampf nämlich skippen. Oh ja. So geht das. Und wir haben relativ viele Punkte wiederbekommen. Sodass das eigentlich gar nicht so schlimm war. Sushi, Knoblauch, Käferflügel. Na, die Büsche, das sind schon so ein bisschen eklig. Ich habe keine Ahnung, wie ich die wegkriege. Ich nehme an, ich kriege irgendwann später eine Axt. Wie in vielen anderen Spielen. Wir sind fast am Ende des Waldwegs angekommen. Dort wartet jemand ganz Besonderes auf uns. Oh nee, ich sehe ein Blockpuzzle. Ich hasse die Dinger. Was ist das denn da oben für ein Kackhaufen? Na egal, wir killen erstmal hier den Vogel. Und wir haben wieder mal Tanukis. Die hatten wir schon länger nicht mehr. Aber wir schießen sie mit Wasser ab. Das mögen sie nicht. Und was machen wir mit dir? Du killst den jetzt.
Ist besser als wenn wir jetzt einen anderen Gegner noch anschwächen. Was ist das hier? Okay. Der dritte Hit kam gar nicht mehr durch. War schon tot. Einfach mal zermatscht. Die Idee von den Füchsen finde ich irgendwie cool, dass die einen Trinkbeutel bei haben und selber trinken. Das ist awesome. So, stopp. Bratz. Was ist das? Bier. Steigert Angriffskraft. Das glaube ich. Alkohol macht ja aggressiv. So, gucken wir doch mal. Also die erste Kiste ist ja relativ einfach. Die zweite auch. Was ist das? Stirnband. Guck mal da ran. Ich glaube gar nicht mehr, oder? Wenn ich das runterschiebe, komme ich an. Nee, das. Ja gut, das haben wir verkackt. Ich hoffe, ich kann das resetten, wenn ich hier runtergehe. Gucken. Ja, man kann es resetten. Dann schauen wir uns das nochmal an. Ich mach einfach mal das hier alles ein bisschen rüber. Das brauchen wir ja nicht. Wir müssen das hier noch schieben. Na gut. Das war ein bisschen zu einfach. So eine Scheiße. Ja, ich meine, auf die einfachste Lösung kommt doch kein Schwein. Ja gut, also, was wir mit diesem Bären hier, dem hier, dem bösen Bären, und diesem komischen anderen Ding, was soll das sein? Ich weiß es nicht. Was wir mit diesem anderen Ding machen, das seht ihr beim nächsten Mal in EBF4. Ich bin Riven, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.